Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute geht es um das Team of the Year und darum, wie man da am besten Coins rausschöpfen kann. Es gibt nämlich einige Tipps und Tricks, wie man zum Team of the Year wirklich viele Coins machen kann beziehungsweise nicht zu viele verliert. Und darum soll es eben im heutigen Video gehen und falls ihr mehr solcher Videos haben wollt beziehungsweise noch einen zweiten Teil, denn ich habe wirklich noch 4 Tipps am Start. 4 in diesem Video und 4 dann eben vielleicht im nächsten Video. Falls ihr eben wie gesagt einen zweiten Teil sehen wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Ja, okay, Freunde, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem ersten Thema und nicht wundern, warum ich manchmal dann runterschaue. Ich habe die Notizen auf meinem Handy gemacht. Okay, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem ersten Punkt und zwar geht es hierbei um das Snipen und das ist sehr, sehr effektiv, während das Team of the Year eben da ist, beziehungsweise vor allem, wenn Lightning Rounds da sind und zum Beispiel 100k-Packs im Shop drinnen sind. Denn das heißt, dass unfassbar viele Spieler auf einmal auf den Transfermarkt kommen. Stellt euch vor, es ziehen auf einmal alle FIFA-Spieler im Spiel 100k-Packs und jeder stellt die gleichzeitig rein, die Spieler. Dann sind unfassbar viele Spieler auf dem Markt. So ist es natürlich nicht, es zieht nicht jeder die Packs, aber es ziehen viele, viele Leute, vor allem auch viele YouTuber, unfassbar viele Packs und stellen die Spieler dann eben auch auf den Transfermarkt und eben auch, ja, ganz normale FIFA-Spieler, ja, die Packs halt ziehen und die stellen die dann halt alle rein. Ich meine, das sind 24 Spieler in dem Pack und wenn da alle reingestellt werden, dann wird der Markt einfach so überfüllt mit Spielern. Das heißt, das Angebot ist dann unfassbar hoch, aber die Nachfrage ist gar nicht mal so hoch, denn jeder interessiert sich gerade für diese 100k-Packs und nicht dafür, gerade Spieler einzukaufen bzw. zu snipen. Und da habt ihr dann eben genau die Möglichkeit, diese Spieler zu bekommen und diese Spieler einfach zu snipen. Denn die wenigsten Leute denken in diesem Moment an sowas. Alle sind verdammt gehypt. Oh mein Gott, 100k-Packs. Oh mein Gott, irgendwelche SBCs. Wow, 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 wow. Aber ihr müsst in dem Moment einfach anders denken. Ihr müsst immer ein bisschen querdenken, nicht so denken wie die Masse und dann könnt ihr Gewinn machen. So, also ich würde euch eben wie gesagt raten zu snipen, am ehesten in 83er und 84er Karten. Wahrscheinlich sogar eher 83er, weil die öfter gezogen werden als 84er. Aber neben den 83ern und 84ern auch unbedingt in Low-Rated-Spieler, die einige Coins wert sind, wie zum Beispiel Jesus oder Martial. Denn auf diese Spieler achtet halt wirklich niemand und so ein Jesus ist halt viel wert. Die Leute stellen ihn einfach mal billiger rein, weil die halt ihre Coins haben wollen, um noch mehr Packs zu ziehen. Das ist halt alles so ein ewiger Kreislauf und wenn ihr da einfach auf den Transfermarkt geht und dann diese Spieler sniped, also wirklich direkt nach diesen Spielern sucht, also ihr gebt ein Gabriel Jesus und dann sucht ihr den und dann sniped ihr den, dann könnt ihr so verdammt viele Coins machen. Also wie gesagt, immer wenn ein riesen Hype da ist, wenn irgendwie neue Packs da sind, 100k-Packs, 125k-Packs, dann ist eure Möglichkeit da, um viele Coins zu machen und dann solltet ihr Spieler snipen. So, wir gehen rein zum zweiten Punkt des Videos und zwar geht es hierbei darum, ob man sein Team verkaufen sollte oder nicht und das werde ich euch jetzt mal versuchen zu erklären. Es ist nicht so leicht zu erklären und es ist auch nicht so eindeutig. Also es gibt einige Meinungen und ihr müsst euch halt so die richtige aussuchen beziehungsweise halt das machen, was ihr für richtig haltet. Denn ihr bekommt das sicher mit, dass vorm Team of the Year ganz, ganz viele YouTuber Videos machen. Yo, bitte verkauft euer Team. Die Spieler werden ganz heftig sinken. Und das Problem an dem Ganzen ist halt, wenn ganz viele YouTuber sowas hochladen, funktioniert es nicht mehr. Denn die Leute verkaufen dann alle schon viel zu früh ihre Teams. Und dadurch wird der Marktcrash, der eigentlich durch die 100k-Packs oder halt durch das Team of the Year entstehen sollte, viel, viel weiter nach vorne verschoben. Weil einfach die ganzen YouTuber Videos dazu machen. Und die Abonnenten dieser YouTuber sagen dann, wow, 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 warte, warte, ich muss mein Team verkaufen. Scheiße, gehen auf den Transfermarkt, verkaufen ihre Spieler ganz, ganz billig, so dass sie so schnell wie möglich ganz viele Coins haben. Und das heißt eben, sobald diese Videos beginnen, sobald irgendwie die YouTuber Videos zum Team of the Year machen, wo die sicherlich auch oft erwähnen, dass die Spieler eben verkauft werden sollen, weil eben ein Markttrash folgt, sobald diese Videos kommen, solltet ihr euer Team schon längst verkauft haben. Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt haben noch ziemlich wenige YouTuber ein Video gemacht und es würde sich vielleicht noch ein bisschen lohnen, sein Team jetzt zu verkaufen und dann eben während dem Team of the Year wieder einzukaufen. Aber garantieren will ich euch da nichts und ich persönlich werde mein Team nicht verkaufen. Das kann ich euch versichern. Wieso mache ich das nicht? Eben aus den Gründen, die ich euch gerade genannt habe und weil es mir auch einfach zu riskant ist, beziehungsweise nicht zu mühsam, aber du musst die Spieler verkaufen und wieder einkaufen und das Problem ist halt, es sind 5% EA-Steuern da und da kommst du nicht dran vorbei und 5% EA-Gebühren sind bei hohen Spielerpreisen verdammt viele Coins. Also ich gehe mal auf Nummer sicher, verkaufe meine Sachen nicht, denn es ist halt wie gesagt viel zu schwierig geworden oder nicht zu schwierig, aber es ist zu ungewiss geworden, ob jetzt wirklich ein Markttrash kommt oder nicht und vor allem wann er passiert, aber im Normalfall passiert er halt wie gesagt viel, viel früher
als man es überhaupt erwartet. Und am besten wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man sein Team schon vor 2 Wochen verkauft hätte. Da ist natürlich dann der Nachteil, du kannst halt auch keine Weekend League dann ordentlich spielen. Und ich spiele Weekend League, deswegen werde ich mein Team einfach behalten. Okay, wir gehen rein ins dritte Thema und hierbei geht es um einen Trading-Tipp, der ziemlich unscheinbar ist. Und zwar geht es hierbei um Chemistry Styles. Grüße gehen da auf jeden Fall an den Nico raus. Danke, ich habe euch dazu auf jeden Fall dann auch seinen YouTube- oder seinen Twitter-Kanal verlinkt. Das weiß ich noch nicht genau. Ja, und zwar gibt es eine Möglichkeit, durch Chemistry Styles unfassbar viele Coins zu machen. Und zwar meinte der Nico, dass die eben teilweise sogar extinct waren. Vor allem eben die Hunter Chemistry Styles. Aber zu gewissen Zeitpunkten sind die halt verdammt günstig. Als zum Beispiel beim Footmess viele Packs rausgekommen sind, lagen die bei circa 2000 Münzen. Und dann waren sie eben teilweise extinct. Das heißt, sie wurden für 5000 Münzen direkt aufgekauft. Also ihr seht schon, da ist eine Differenz von 3000 Münzen vorhanden und da kann man unfassbar viele Coins rausbekommen. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ganz viele Packs wieder da sind oder einfach ja während dem Team of the Year, aber nicht bei 100k Packs, denn in 100k Packs ziehst du ja auch keine Hunter Chemistry Styles, sondern einfach bei normalen Packs, wo halt auch Chemistry Styles drinnen sind. Wenn solche Packs da sind, zum Beispiel 35k Packs sind wahrscheinlich der beste Zeitpunkt ist es, wenn 35k Packs draußen sind, weil das die größten Packs sind, wo aber auch Chemistry Styles drinnen sein können. Wobei 45k Packs sind da sogar noch besser, fällt mir gerade auf. Ja, wenn solche Packs eben da sind, dann würde ich euch raten, Chemistry Styles zu snipen oder sie zu erbieten und zu schauen, dass ihr die, keine Ahnung, für unter 3000 Münzen oder so bekommt, denn wie gesagt, die sind ja jetzt im Moment auch schon weit über 4000 Münzen wert. Und die müsst ihr dann einfach ein bisschen nach dem Team of the Year verkaufen, nicht ein, zwei Tage danach, sondern vielleicht ein paar Wochen danach, denn dann sind die verdammt hoch angestiegen. Und das Gute bei den Chemistry Styles ist halt einfach, ihr könnt so viele, wie ihr wollt, in eurem Verein lagern und das ist eben das Nice an dem Ganzen. Also einfach auf Chemistry Styles bieten oder sie ersnipen, während eben solche Packs da sind. Die werden auf jeden Fall wieder stark in die Höhe gehen. Okay, beim vierten Punkt geht es nochmal ein bisschen um Snipen bzw. jetzt um andere Spieler. Und zwar gibt es ja auch unfassbar high-rated Spieler, wie zum Beispiel Godin, Oblak, Özil. Die sind alle eigentlich nur was wert wegen den Icon Squad Billing Challenges. Und diese Spieler werden zum Team of the Year logischerweise auch ein bisschen runtergehen, beziehungsweise die werden auch verdammt oft gezogen werden. Ich will gar nicht wissen, wie oft so ein Godin, ein Özil oder eben ein Oblak gezogen wird. Denn in diesen 100k Packs, da sind oft High-Rated Spieler drin und diese Spieler werden dadurch, denke ich mal, stark in die Tiefe fallen. Und auch wenn sie nicht so stark fallen, sie werden dennoch oft gezogen. Das ist auf jeden Fall zu 100% garantiert. Und das heißt, sie werden auch oft auf den Markt gestellt. Der Markt wird ein bisschen überschwemmt sein von den 88ern, 87ern, 89ern. Und das heißt eben, ihr könnt wieder zuschlagen und einfach wieder snipen. Allgemein ist einfach wichtig bei diesem ganzen Team of the Year, bei dem Traden und so, dass ihr immer ein bisschen quer denkt. Ihr dürft, wie gesagt, nicht so denken, wie die Masse denkt, sondern ihr müsst versuchen, das Ganze ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel so zu betrachten, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich nicht immer möglich und es ist auch verdammt schwierig, aber eben diese ganzen Sachen mit Marktcrash und so, da dürft ihr nicht immer alles direkt abkaufen, wenn irgendwie Leute das euch erzählen, sondern ein bisschen nachdenken und vielleicht ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel versuchen, das Ganze zu sehen. Ja, also wie gesagt, 88er, 89er, 90er, dies, das, Ananas. Einfach snipen, probiert es einfach mal. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, kann man natürlich auch nichts machen, aber ich gehe stark davon aus, dass es funktionieren wird, denn es werden einfach so verdammt viele Spieler auf den Markt kommen. Das ist einfach logisch, denn so viele Leute werden halt Packs ziehen. Und das heißt eben, wie gesagt, Angebot steigt, Nachfrage bleibt bzw. sinkt ein bisschen. Und das heißt immer, dass der Preis auch nach unten geht und dass ihr eben die Spieler snipen könnt. Wenn ihr Spieler nicht snipen könnt, würde ich euch auch noch raten, das Ganze zu erbieten und da einfach mal euer Glück zu probieren. Man kann teilweise auch Inform-Spieler verdammt günstig erbieten. Ich habe letztens gehört, dass jemand einen 30k Inform für 14k erboten hat. Das hat mir jemand in den Livestream geschrieben. Also da merkt man schon auch, es ist möglich, auch durch Bieten gut Coins zu machen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat und vor allem, falls es euch weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden, beziehungsweise ich hoffe, ich habe es halbwegs gut erklärt für euch. Falls ihr dennoch Fragen habt, schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Und falls ihr eben einen zweiten Teil haben wollt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Also ich habe noch so 4 kleine Tipps am Start, die man auf jeden Fall beachten sollte. Checkt gerne auch noch die Links in der Beschreibung ab, würde mich sehr freuen. Zum Beispiel jetzt über MMOGA oder so. Wenn ihr da was kauft, dann unterstützt ihr mich natürlich auch. Aber das ist den meisten, denke ich, eh bewusst. Aber ich möchte es trotzdem nochmal klar sagen, das ist natürlich eine klare Unterstützung dann für mich. Und dafür bin ich euch auch sehr dankbar, denn es sind wirklich
wirklich einige Leute, die sich da über meinen Link Sachen gönnen. Einfach auch ein riesiges Dankeschön für die letzte Zeit. Hat mir echt verdammt Spaß gemacht, auch die ganzen Livestreams und so. Allgemein, das Jahr 2017 war traumhaft und ich hoffe, dass das Jahr 2018 noch traumhafter wird. Okay, ich will euch jetzt auch nicht weiter zulabern. Wir beenden das Video hiermit. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Video oder Stream. Haut rein und ciao.